So Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Bevor dieses Video beginnt, es ist ein sehr komisches Video, ein sehr, sehr blödes Video, wo ich mir sehr lange Gedanken darüber gemacht habe, ob ich es hochlade oder nicht. Ich probiere es jetzt mal. Es ist wirklich ein sehr unangenehmes Video. Es war zum Aufnehmen extrem unangenehm. Aber jetzt auch im Nachhinein, das nochmal anzuschauen und zu wissen, was ich da hochlade und so. Es ist eine Reaktion auf was sehr, sehr Unangenehmes. Ihr werdet in diesem Video aber nichts sehen. Ihr werdet hier nur die Facecam sehen. Ihr seht nur mich und Antonia. Und dann auch mit Klamotten. Es tut mir leid, dass ich oberkörperfrei bin wieder. Aber es ist fucking heiß. Ja. Also. Ja, ich habe echt lange überlegt. Ich habe in diesem Video auch. Da war ich in einer ganz krassen Phase. Habe ich sehr, sehr viel schwarzen Humor reingebracht. Wo ich dann auch einige Sachen zensieren musste. Gerade am Ende bin ich sehr ausgerastet und habe sehr dumme, sauverwerfliche, dumme Scheiße gelabert. Die schlimmen Sachen habe ich rausgeschnitten. Ich habe sehr krass schwarzen Humor dort verbreitet. Und auch so frauenfeindliche Sachen. Also halt einfach wirklich richtig derben, markanten, makaberen schwarzen Humor. Was ich so überhaupt nicht meine und was überhaupt nicht meine Meinung ist, aber das wisst ihr, glaube ich. Und das ist, ich bin der letzte Mensch, der sowas unterstützt und das ernst meint. Das ist eine absolute Übertreibung, ein Stilmittel. Und ja, aber es wirkt auf den einen oder anderen bestimmt geschmacklos und das kann ich auch verstehen. Da habe ich es irgendwie lustig gefunden, aber ich weiß eben auch, ich habe Abstand dazu. Das ist kompletter Quatsch. Und das weiß sie auch, die Antonia, und das sollt ihr alle wissen, hiermit nochmal offiziell, falls ich sowas sage. Ich meine das nie ernst. Ich habe extra nochmal Ironie eingeblendet. Das will ich in Zukunft nicht mehr machen. Ich will, dass ihr das wisst, dass ich manchmal so einen Humor habe und das lustig finde manchmal. Aber ich kann auch verstehen, wenn ihr das überhaupt nicht lustig findet und mich dafür verurteilt. Das ist völlig euer Recht. Ich kann nicht erwarten von jedem, dass er über sowas lacht oder das toll findet. Es ist ein großer, ist eine Grenze, es ist eine Grenzüberschreitung, eine bewusste. Ja, das wollte ich nur, dass ihr das wisst. Und dieses Video ist wirklich unangenehm und ich weiß echt nicht, ob ich es wieder offline nehme oder ob wir das nochmal machen oder was auch immer. Ich habe noch nie bei einem Video so gehadert, es hochzuladen. Ja, aber irgendwie war es auch lustig. Also ich weiß nicht so. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, aber ich lade es hoch. Genau. Dann jetzt viel Spaß mit dem Video und bis demnächst. Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist wieder soweit. Die Antonia ist dabei. Hi. Und wir machen heute was ziemlich völlig Dummes, Gestörtes. Es ist das schlechteste Video auf meinem Kanal. Es ist die dümmste Idee. Es ist der dümmste Content. Ich weiß nicht, ob dieses Video gesperrt wird. Wir reagieren auf Erwachsenenvideos. Auf spezielle Videos, auf Pyrnos, auf dem Handy, weil auf dem Laptop, ne, lieber nicht. Und das heißt, ihr seht auch nichts zensiert, ihr seht gar nichts, ihr hört nichts, ihr seht nur unsere Reaktion. Ja, sie zeigt mir jetzt hier ein Video. Ja. Warum? Wer hatte die Idee nochmal? Du. Ziemlich sicher Oh. du. Na gut, ja. Dann mach mal an. Also wir haben hier das Handy und wir schauen uns jetzt hier an. Ich werde vielleicht mal beschreiben, was so passiert. Umschreiben, nicht wirklich detailliert. Wir wollen nicht, dass es hier gesperrt wird. Ja, das Lustige an dem Porno ist auch eigentlich der Pyrno. Das wird rausschnitten nochmal. Das Lustige an dem Film ist auch eigentlich der Dialog und warum das alles passiert. Das passiert jetzt alles gleich am Anfang. Ich hoffe, man versteht's. Habe ich noch nie gemacht, so ein Soll Quatsch. ich Untertitel anmachen? Das ist so dumm. Also, wir sind in der Bar. Ja, du musst vorsichtig sein mit dem Schreiben, ne? Nicht, dass Ja. du, Ja. nichts zu Detailliertes sagen. Ist eine Ja. Party? Ja, ich sehe es. Warum sieht es so hochwertig aus? Wird Sieht Alkohol aus wie ein Film. konsumiert? Ja, das ist ja mein Punkt. Deswegen gebe ich da Geld dafür aus. Geiler Beat. Da läuft Musik. Geiler Beat. Läuft Musik? Das ist eine Disco. Das ist keine Bar. Ballert.
Da arbeitet jemand, verdient Geld. Ja, guter Beat. Okay, nächstes. Jetzt kann ich was zeigen, oder? Weil ich zeige dann in dem Video auch noch was von mir. Wir machen das vielleicht öfter und dann in jedem Video zeigt sie was und ich was. Wenn man es aushält, weiß ich noch nicht. Okay. Russisch? Nee, die sprechen Englisch, aber die eine hat einen russischen Akzent. Ja. Die ist aber noch gar nicht Die da. Blonde? Nee, die kommt erst noch. Okay. Also die Die Blonde Blonde sieht auch ein bisschen so arbeitet aus. jetzt da in der Disco, verdient ihr Geld. Ja. Alle trinken viel. Das ist ja alles schön. Die Musik ist geil. Ja. Und da kommt, das ist sie, Okay. ihre Chefin. Die erinnert mich an Madison Evie. Vielleicht ist es. Ich weiß es nicht. Ich kenne keine Namen. Die Old Cheese Candy. Nee, das ist die nicht. Oder ein bisschen wie. Oh, wie heißt die? Warte mal, mach eine Pause. Warte mal. Stopp. Ich bin ja OG in die, in dem Genre. Es gibt also Madison Evie und eine der ersten Dinge, die ich gesehen habe in dem Bereich. Wie hieß die dann? Dieses mit dem mit den Masseuren. Mit dem Masseur. Ich, boah, Ja, gut, du mir kennst sie nicht. keine Ja, ist. Namen von Darstellern. Ach, keine Ahnung, ey. Auf jeden Fall erinnert mich Ich direkt merke an mir zwei. vielleicht, was passiert. Okay. Die erinnert mich direkt an zwei. Siehst du es? An zwei Damen aus einem ähnlichen Okay, also Gebiet. Party ist vorbei. Ja, okay. Oh Gott, nee, ich war. Nee, Sie wirklich, räumt auf. das wird so dumm. Jetzt kommt ihre Chefin. Unterhält sich mit ihr ernst? Ja, da merkt man schon am Akzent, weiß man direkt, um was für Richtung es geht. Nicht was. Ja, schon ein bisschen. Und findet in ihren Hosentaschen Geld, Okay. das sie aus der Kasse Geklaut, geklaut ja, hat. okay, wow, ey, wirklich, also, Junge, das ist wirklich eine krasse Story. Oh nein, was kann ich nur tun, damit das. Oh nein! Kann ich auch anders zahlen? Junge, das ist so ein. Ich hasse sowas. Aber die ist ganz hübsch, eigentlich, Die ist sehr hübsch. die Weiße. Sie meint, er meint das weiße T-Shirt. Nee, ich meine die Hautfarbe. Es tut dir so leid. Merkt man auf jeden Es tut Fall, ihr richtig ja. leid. Es Merkt kommt man. so. Also die blaue finde ich völlig scheiße. Also, Also verstehe ich auch gar nicht. verstehe ich nicht, finde ich nicht gut. Die finde ich nicht toll. Und wie kann ich es wieder gut machen? Ey, als ob das in irgendeinem, irgendwann im echten Leben passieren würde. Das sind so unrealistische. Und sie Genau. küsst sich. I. Ja, okay, noch ist es. Oh nee, ich. Ich glaube, ich muss das hier abbrechen. Traust dich nicht. Nee, ich habe sowas auch noch nie gesehen, Menschen ohne Klamotten. Deswegen. Checkt sie mal noch aus. Ich kenne das gar nicht. Was ist das? Was ist da am Oberteil? Was sind diese. Was ist denn das? So Bälle oder was haben die da? Sie haben da zwei Bälle, die irgendwie können die Essen damit die gerade? tun. Falls ihr euch gefragt habt, was da, also ne? Ja, da gut umschrieben eigentlich, Ich meine, dass ne? sie sich küssen. Ja, das ist ja noch okay. Das ist eigentlich schon sexuelle Belästigung. Bälle anfassen? Sexuelle Belästigung. So ein Orgasmus bekommt wegen dem Hals, wenn man den Hals so Die ansabbert. rastet voll aus. Das macht sie richtig an. Stell dir mal vor, du spuckst so auf jemanden auf dem Hals, so einen fremden Menschen, und der. Oh! Das ist mir zu so zärtlich. Es ist auch recht langsam. Ja. Das ist schon auch anders. Die Produktion ist nicht ganz so. Nö. Schnell mal zur Sache gekommen. Ja, muss ja auch nicht sein, aber keine Ahnung. Wenn ich sowas schaue, dann
dann interessiert mich die Story einfach überhaupt nicht so. Die Story ist ja das Wichtigste. Die nee, ist doch das ist so mir realistisch. Doch so scheißegal. Die ist doch so kreativ. Zumindest habe ich noch nie gehört, so eine. Zumindest so eine nicht die Vorstory oder. Digga. Ich verstehe auch nicht Leute, die sich dann sowas noch zu Ende anschauen oder so. Wie es dann weitergeht, die. Ja. Das kommt da auch nicht mehr. Also, oh Gott, was ist das Titties. Denn? Na, das darfst du nicht sagen. Das sind Brustwarzen. Eine weibliche Brust. Das ist eine weibliche Brust. Ja. Die wird massiert. Ja. Faktisch ja. Faktisch korrekt. Die erinnert mich ein bisschen an eine Therapeutin von mir. Jetzt, wo du ihre nackte... Nein! Also, nein. Okay, ist das langsam unangenehm? Ja. Ich stelle einfach alle meine Gedanken und Gefühle komplett stumm, weil... Beschreib doch mal, was gerade passiert. Eine Frau... Gerne aus. Ja. Die eine Frau, ich weiß nicht, was das ist. Was macht die denn da? Ich kenne das nicht. Ich würde gerne meine Mama mal fragen. Das ist wirklich unangenehmer, als ich gedacht hätte. Ich würde meine Mama mal gerne fragen, was das ist. Ja. Der will in Thor, in den Film Thor. Ich ignoriere das hier komplett einfach. Ich schaue einfach woanders hin. Die ist immer noch sehr angetan davon, am Hals geküsst zu werden. Okay. Das hat ihr bis jetzt am besten gefallen, glaube ich. Ja, das freut mich für sie. Wir hören das natürlich auch leider. Hier, Kopfhörer. Schöne Geräuschkulisse. Nee, eigentlich nicht. Also bisher... Soll ich das mal noch vormachen? Es ist ungefähr so... Nein! Die sind halt fake. Ja, das sieht man auch. Das ist halt langweilig. Also ihre zwei Hunde, ihre Möpse. Ja. Die hat leider fake Hunde. Also die ist schon cool. Die ist wirklich sehr schön. Die ist schön, ja. Aber sie sieht mir nicht deutsch aus und das kann ich natürlich an der Stelle nicht unterstützen. Ja. Ich schaue mir nur deutsche Pornos an. Mit deutschen Schauspielern, die in Deutschland geboren wurden. Kann man so süß aussehen in einer kurzen Hose. Ja, aber so Hosen sind auch einfach geil. Hotpants heißen die, ne? Hotpants, ja. Jeans, wo du... Jeans, genau. Wo diese Fetzen... Die Taschen eigentlich länger sind als die Hose selber. Wo diese Fasern so raus... Ja. Ja, die Hosen, die mag ich. Und die hat nicht mal hohe Schuhe an. Das sieht so süß aus. Stimmt. Hey, die hat ja voll die Billo-Latschen an. Ja, das sieht trotzdem süß aus. Okay. Also hier, die trinkt gerade Muttermilch. Ja. Und die mag das anscheinend sehr. Schmeckt ihr auf jeden Fall. Sieht so hart aus. Die Muttermilch? Die Fake-Hunde. Ja. Das kann sich doch nicht gut anfühlen. Nee. Für keine von beiden. Naja. Das sind übrigens zwei Frauen, falls wir das noch nicht erwähnt haben. Genau. Sowas gibt's heutzutage anscheinend auch. Warum auch immer. Kann man an der Stelle sich nur fragen, was ist mit dieser Welt passiert? Seit wann wurde es eigentlich erfunden, dass sowas legal ist? Ich meine, es liegt ja nicht in der natürlichen genetischen Disposition, ne? Das ist ja eigentlich nicht so vorhergesehen an der Stelle. Ich glaube, wir müssen das abbrechen und in eine Hetero-Kategorie eintauchen. Weil das geht gar nicht. Habe ich auch, das ist das Schöne an Bisexualität. Das müsste mal eine Reaktion machen mit jemandem, der so voll homophob ist. Das wäre voll interessant. Okay. Also, zum Beispiel mich. Okay, jetzt ist es langsam langweilig. Ja. Die hört nicht auf, Milch zu trinken die ganze Zeit. Soll ich vor? Ich weiß ja, was kommt, ja. Du weißt, was kommt? Ja, natürlich weiß ich, was kommt. Echt, wieso? Jeder lesbischer Pyrno ist völlig langweilig und gleich. Und heterosexuelle Pornos sind immer unterschiedlich? Nee, eigentlich nicht. Ich kann dir genau sagen, welche Abschnitte es gibt. Ja, kann ich auch. Oh, ich habe schon wieder das Wort gesagt, übrigens. Ja, schon dich raus. Vielleicht schneide ich auch rein, vielleicht geht's auch. Vielleicht, nee, ich will einfach ablenken. Ich will das nicht mehr.
Ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Ah, du machst es voll aus, hab ich nicht gedacht. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Alter, der irre Fresse nervt mich. Was frisst dich? Was nervt dich? Was ist das? Ihre Fresse nervt mich. Von der, ne? Ja. Ja, ja, die, Oh, diese Brustwarzen auch. Oder? Es ist so lustig. Es ist so lustig. Sie hat gesagt, bitte mich. Please me. Please me. Bitte mich. Aber die hat sie gar nicht gebittet, ne? Und sie bedankt sich ja auch nicht. Boah, das wird mir jetzt echt zu dumm hier. Nee, ich kann nicht mehr. Nee. Ah, die andere ist so süß. Nee, das will ich einfach nicht. Das kann ich nicht. Das ist mir so unangenehm. Ich glaube, bei meinem wird es genauso schlimm oder noch schlimmer. Wahrscheinlich noch schlimmer. Okay. Ja, ich spule vor. Kommt auch noch so eine richtig. Was kommt da noch? Komische, dumme Stellung irgendwann. Wo ich mir auch dachte, oh, why? Weil jetzt so, okay, auf dem Barhocker, gut. Das ist mir 100-mal unangenehmer, als wenn wir jetzt hier so Gore-Videos anschauen würden, wo Leute umgebracht werden. Das ist mir 100-mal unangenehmer. Diese Inhalte sind ja nicht erreichbar, danke. So, sehr gut. Glück gehabt. Sehr gut. Jetzt geht's nicht mehr. So, das war's von ihrem Scheiß. Ja, ich wollte auch noch den kompletter Listen. Bullshit. Das muss von Polizei gestrikt werden. Das muss, das melde ich. Das darf nicht sein. Dass zwei Frauen. Das geht nicht. Eine Frau. Soll ich dir mal erklären, wie das geht? Also die eine Frau nimmt ihre Zunge und. Nein! Eine Frau nimmt. Nein, eine Frau wird von einem Mann. Das ist erlaubt, aber nicht. Ist auch erlaubt, ja. Nein, das was anderes geht nicht, weil. Können zwei Frauen Kinder machen? Nee, also, nicht vorhergesehen. Hast du schon mal Kinder gemacht? Nee. Also ist nicht vorhergesehen, dass du Sex hast. Du machst ja keine Kinder. Nee, es geht ja auch nicht darum. Es geht darum, dass. Ich führe diese Diskussion. Nein, es geht darum, dass ein Mann und eine Frau. Das ist Männer, wie. Das ist alles. Wie das A und O. Es gibt nur Mann und Frau, nicht Frau und Frau und auch nicht Mann und Mann. Sowas gibt es nicht, meine Kinder. Und mehr als die beiden Geschlechter gibt es auch nicht. Nein. Es gibt kein Binär, kein Cis-Mann, kein... Du hast gerade nur Sachen aufgezählt, die du vorher schon aufgezählt hast. Kein Anglo-Amerikaner, es gibt kein... Anglo-Amerikaner! Es gibt keine MILFs, es gibt nichts. Es gibt einfach nur Mann und Frau. Was ist ein MILF im Geschlecht? Ja! So, also, oh, das Junge, ich muss, Frau, oh, das, nee, es wird so scheiße zu schneiden, wirklich, ich muss so, es wird so aufwendig. Jetzt schauen wir was von mir. Kann auch ich nichts dafür. Du blaberst hier rum. Den Namen kann man ja sagen, das ist jetzt was, ein Film von Aubrey Sinclair. Sinclair, was auch immer. Das ist aber ein relativ lustiges Ding. Und zwar. Lustiger als warte. Das gerade? Ja. Oh, ich habe mal was gesehen, da hatte jemand ein Dino-Kostüm an. Ja, sowas in der Art. Das war wirklich lustig. Die war auf Rollschuhen. Ja. Dino-Kostüm auf Rollschuhen. So, das ist jetzt ein typischer... Nee, er war auf... So, typischer... Er war im Dino-Kostüm. Typischer professioneller Porno. Pyrno. Pyrno. Ja. Das, okay. Du wirst so weglachen. Du wirst so weglachen. Okay, er schnitzt einen Kürbis. Das kennt... Der ist auch ganz bekannt. Oh, ist das Inzest? Nee. Oh, warte mal. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Du ja, hast ja, nicht ja, ja. Reingesteckt. Nee, das ist dieser scheiß Kopfhörer, da muss man hier die. So. Das ist, ja, geht in die Richtung, die du gesagt hast, aber ist nicht. Ah, nee, der Kopfhörer, der ist komplett scheiße, der geht nicht auf meinem Handy. Shit. Dann müssen wir es halt ohne Ton schauen. Ciao. Aber die unterhalten sich doch jetzt. Ist das nicht ja, das ja. Nee, eigentlich nicht. So lustig ist die Handlung. Guck einfach. Okay, er schnitzt immer noch einen Kürbis. Im Hintergrund putzt jemand. Seine Mutter. Nein. Doch. Nein. Doch. Aber das ist nicht diese Operating-Dings da. Die ist nur Statistin. Okay. Seine Mutter ist Statistin. Ja. Und schaut zu. Nein, schaut nicht zu.
Also, wer schnitzt einen Kürbis, schnitzt einen Kürbis. Einen der lustigsten. Er schnitzt ein Loch an der Kürbis. Okay. Ja. So dumm. Ich feierte so. Warum? Was macht er jetzt? Ja, jetzt penetriert er den Kürbis, während nee, seine jetzt. Mutter im Hintergrund putzt. Oh, das ist doch bestimmt kalt. Oh, jetzt trägt er jetzt kommt seine Stepsis. Jetzt kommt seine Stiefschwester. Oh, wer hat seinen Penis drin steckt? Ah, oh, der ist innen ausgehöhlt. Jetzt kann sie. Das ist doch wirklich jetzt dumm, oder? Den Arm reinstecken. Das ist ja sehr praktisch. Ja, gar nicht umständlich. Naja. Und ich meine, so als Mutter, das. Als Mutter merkt man das doch dann nicht. Nee. Würde ich mich jetzt auch nicht fragen, warum die da stehen und warum... Eigentlich wäre es schon lustig, was sie noch sagt, weil das ist auch lustig. Was sagt sie denn? Ja, so irgendwie... Oh, das fühlt sich ja schön an da innen im Kürbis oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Jetzt hat es die Mutter aber doch gecheckt, oder? Nee, immer noch nicht. Ja, ah, jetzt, ja. Gab's Ärger. Oh, jetzt sind alle ganz schockiert. Ja, und sie tut jetzt so, als hätte sie es nicht gewusst. Und die so angewidert. Und die Mutter so, was ist denn falsch mit dir? Jetzt schau, schreit ihr den so an. Währenddessen so. Hat er seinen Geschlechtsteil immer noch draußen hängen. Ist ein Schockstarre. Starr ist der aber nicht. Hm? Nix. Stolz oder straff? Starr. Okay. Starre. Ein unstarres Geschlechtsteil. Jetzt hat die Mutter sie rausgeschmissen, also machen sie. Ich probiere es erstmal ohne. Wir lassen Porno drin, das Wort. Okay. Probieren wir erstmal. Also machen sie ja, jetzt streiten und die. Streiten sich. Wie das passiert ist? In seiner Hose. Und jetzt sagt sie, ich kann es genau wiedergeben. Warte. Ich kann genau synchronisieren jetzt. Sehr gut. Warte. I didn't know your fucking dick is in there oder irgendwie so, hat die gesagt. Ja, hat sie eindeutig nicht gewusst. Ja, definitiv. Während sie ihn gerieben hat. Und dabei gelacht hat. Ja, dann reden die und dann, Und dann kommt genau das, oder? Und dann immer in den gleichen Abschnitten, immer das gleiche. Dann ist sie beleidigt. Ganz schön viel Handlung, ich bin beeindruckt. Und dann, dann kommt der halt. Und sie ist sich nicht sicher, komischerweise. Weil sie ja Stiefgeschwister sind. Genau, dann geht's weiter. Und dann BAM! 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 Ja, das ist auch lustig. Warte. Sein Gesicht. Warte mal, ja. Die Mutter ist warte. Und Staubsaugt. Warte. Weil die kommt auch noch ins Zimmer rein und die verstecken sich. Und machen weiter, warte. Die verstecken sich bestimmt das sehr. Ist auch oft so. Ja. Das ist immer so, die ragen hinaus, so, dass man es klar von der Viewer-Perspektive ist, ja genau, sehen kann, dass, ne? Als ob man nicht sieht, als ob die von da den Schwanz nicht sieht. Ja. Aber das ist wirklich, das ist kein Einzelfall, das ist sehr oft bei diesen Pornos. Geil. Ja. Das ist aber auch wie das, wo sie unterm Bett feststecken. Wo man eindeutig sieht, dass das wirklich kein. Unterm Bett feststecken? Kennst du das nicht? Nee. Oh. Aber ich muss sagen, das finde ich schon wieder geil. So, so dumm einfach. Dann würde ich. Ah, der, wo sie unterm Bett feststecken. Dann hatte ich noch ein Porno von. Wo die dann. Des Pornos. Aber das schauen wir lieber nicht. Die. Ah, Mist. Schau mal, ich habe geschrieben im Status, ich bin ein Pinguin, meine Schwester, ich auch. Ich schreibe so. So, das interessiert auch keinen. Ich würde sagen, das war's. Ah, das ist lustig. Das ist wirklich lustig. Ich finde, es ist keine Herberge gegeben, gar keine Unterkunft. Einzige Unterkunft sollte es dort ein. Das ist die einzige natürliche Unterkunft, die ein. Damit würde ich sagen, das war's von diesem wunderschönen Video. Wir verbreiten die frohe Botschaft, die uns damals unser verbreitet hat. Auf Wiedersehen und tschüss!